Moin Leute, heute gibt es mal was für die Babyfraktion unter uns. Und zwar haben wir uns jetzt endlich mal einen neuen Kinderwagen zugelegt, beziehungsweise einen Buggy, weil meine Frau ja jetzt wieder sportlich durchstarten will und da dann doch ein etwas stabileres Gefährt benötigt. Ja, wir sind am Ende jetzt beim Hauk Viper gelandet. Kostenpunkt war so um die 110 Euro bei Amazon. Das ist jetzt die Farbe Caviar Grey. Ah ja, gut. Und wie gesagt, das Paket wurde gestern geliefert und das packe ich jetzt einfach mal aus und dann schauen wir uns mal, wie leicht das wirklich aufzustellen ist, abzubauen und weiß nicht was. Weil ich habe jetzt gesehen, bei YouTube gab es von Hauken ein paar Videos und so und mal gucken, ob das wirklich genauso leicht ist. Das Paket selber, das hat jetzt 11 Kilo gewogen. Hier steht jetzt drin, der Wagen soll 9,1 Kilo schwer sein. Gucken wir mal, inwieweit wir da irgendwie die Sachen bestätigen können. Unser DHL-Mann hat es bestimmt gefreut, als er das hochschleppen musste. So, und da ist ja das gute Stoff auch schon drin. So, hier rollt alles durcheinander. Der Karton ist damit auch schon leer. Und zur Seite damit. Ja, jetzt sammle ich erstmal hier wieder alles ein. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier sozusagen den Korpus, ne, von dem Hauk Viper, dann haben wir hier noch das Bügel, haben wir hier noch original verpackte Räder, ja, die haben jetzt aber nicht wirklich viel Profil, aber schauen wir mal, wie weit man damit wirklich kommt, wenn wir dann irgendwann mal den Praxistest machen. Ansonsten haben wir jetzt hier, das ist noch die Feststellbremse hinten. Ganz praktisch, da ist dann nicht mehr nur so ein kleines Ding wie bei unserem aktuellen Römer oder der Teutonia Kinderwagen, sondern hat so ein richtiges Ding, wo man drauf treten kann. Schön, soll mir recht sein. Ja, ansonsten Verpackungsmüll. Was haben wir hier noch? Noch mehr Informationen. Also das scheint die Gebrauchsanweisung zu sein. Ich lege mal kurz zur Seite, was wir hier sonst noch haben. Dann haben wir hier nochmal so ein Produktblättchen, auch für das Viper Trio Set. Ja, im Prinzip hätten wir dann auch schon alles. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist unten die Fußabstütze. So, ja, dann gucken wir uns doch einfach mal, wie wir das Ding aufbauen können. Ich meine, ich habe da jetzt keinen wirklichen Schimmer von. Das ist jetzt mein erster Kinderwagen, den ich aufbaue. Aber wenn ich mir jetzt die Anzahl der Stücke angucke, dann ist das auch überschaubar. Dann kann das nicht so kompliziert sein. Was haben wir denn? Räder. Ja. Ganz ein bisschen ausgeklappt aus. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo das Vorderrad ist. Weil das finde ich jetzt hier irgendwie nicht, weil ich habe jetzt meine beiden großen Räder, aber wo ist das Vorderrad? Aha. Hier haben wir noch was in der Gepäckablage und siehe da, das ist das Vorderrad. Wie gesagt, der Hauk Viper Buggy, das ist ja so ein Dreirad und vorne mit so einem kleinen beweglichen Rad und Müll weg damit. Ja, dann haben wir ja im Prinzip jetzt alles da. Jetzt müssen wir uns nur mal schauen, ob es hier noch irgendeinen lustigen Trick gibt. Aber in Sachen Sicherheit gucken wir dann doch mal ins Handbuch. Ne? Ich will jetzt hier nicht rummauscheln.
Das Handbuch selber gibt es in, weiß ich wie viel, da sind 20 verschiedenen Sprachen. Also da sollte, glaube ich, für jeden was dabei sein. Das ist auch mit so einer schönen Bilderanleitung. Kann man hier schön sehen, da ist dann alles Schritt für Schritt geschrieben, wo es Klick und Klack macht und wo man draufdrücken muss. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ran an die Sache. Also Teil 1, was haben wir denn hier? So, da wäre ich auch schon wieder. Das Aufbauen ging überraschenderweise relativ einfach, auch ohne die Gebrauchsanweisung, weil so viele verschiedene Teile gab es dann doch nicht, um da irgendwas falsch zu machen. Was ein bisschen problematischer war dann, sage ich mal, die Funktion der einzelnen Klappmechanismen und sowas hier rauszufinden. Aber eins nacheinander. Also wie gesagt, so sieht das Ding fertig aufgebaut aus, hat keine 10 Minuten gedauert. Was soll man sagen? Hier unten also diese typische Fußstütze, ne, die kann man halt hier wieder hoch und runter machen. Hier vorne ist so ein Schalter, um das Vorderrad zu arretieren. Da muss man auch aufpassen, das funktioniert nur, wenn das Rad so nach hinten ist und nicht so nach vorne. Weil das haben wir da versucht, weil nach vorne passiert da gar nichts bei dieser Arretierung. Aber wenn das hinten rum ist und man es dann arretiert, dann bleibt das wirklich so fest. Angeblich, um bei unwegsamem Gelände in die Spur zu bleiben. Naja, machen wir mal weiter. Hier vorne haben wir halt den Bügel fürs Kind. Da ist auch noch so eine Beinschlaufe, die man dann halt so drum machen kann, das Ding da halt auch nicht drunter rutschen kann. Ansonsten gibt es hier noch den 5-Punkt-Gurt. Momentan habe ich es noch zurückgeklappt, aber was. Sieht auch ganz solide aus. Ich zeige, mache dann auch gleich nochmal den Praxistest mit unserer Kleinen. Hier oben haben wir noch das Verdeck. Da gibt es dann auch mehrere Stufen, wo man es nach vorne klappen kann und weiter ausklappen kann und noch weiter rausklappen kann. Also je nach Sonnenbestand. Gucken wir uns das mal von hinten an. Hinten gibt es, wie gesagt, für diesen obligatorischen Hoch- und Runterschalter für die. Das kennt man, glaube ich, von so ziemlich jedem Kinderwagen. Dann haben wir hier hinten ist dann noch so ein kleiner Mini-Beutel. Da kann man ein paar Kleinigkeiten reinmachen. Aber richtig viel passt da nicht rein. Man kann den auch nicht verschließen. So. Was war ja ansonsten noch erwähnenswert? Da unten ist dann der Einkaufskorb. Das ist ganz praktisch. Also hier kommt man eigentlich relativ einfach ran. Gerade wenn es, sage ich mal, hochgeklappt ist. Hier haben wir auch noch die Feststellbremse, die man einfach wieder hoch und runter klappen kann. Funktioniert bisher eigentlich auch ganz gut. So, wo wir jetzt gerade, also meine Frau und ich, ein bisschen gegrübelt haben, war jetzt diese Aufstellfunktion hier von der Stütze hinten. Und zwar ist hier jetzt nichts zum Festmachen und so. Dann haben wir erst ein bisschen gegrübelt, aber letztendlich, ich zoome jetzt mal ein bisschen ran, vielleicht sieht man das dann besser. Gibt es hier so ein Ding mit so einem Knopf, wo man draufdrücken kann. Und damit zieht man es einfach fest, je nachdem, wie hoch man es haben will. Und zieht es dann nach vorne. Und je nachdem, wie hoch es sein soll, zieht man es weiter nach vorne und dann hält es auch. So, jetzt in dem Fall haben wir es jetzt einfach mal hier so festgemacht. Ansonsten das Gehänge hier oben, also das Verdeck, das kann man auch relativ einfach rausklicken hier an der Seite, so einfach zack, bumm, rausziehen. Da sieht man hier auch an der Seite so links und rechts so weiße Dübel, nenne ich es jetzt mal. Da kann man das dann auch einfach so rausheben, sage ich mal. Zack, und schon ist es so aus. Ja, und das machen wir jetzt mal wieder rein. Was mir jetzt, sage ich mal, aufgefallen ist, ich meine, wir hatten jetzt davor einen recht soliden Kinderwagen, der zwar schon in die Jahre gekommen ist, aber doch sehr stabil ist. Hier ist ziemlich viel einfach Plastik. Ja, hat natürlich den Vorteil, dass das Ding relativ leicht ist. Aber man kriegt dann auch die entsprechenden Plastik- und Gummidämpfe mit, wenn man es auspackt. Wir werden das Ding auf jeden Fall nochmal eine Nacht rausstellen. Und ja, ich hole jetzt einfach mal die Kleine. Und dann
schauen wir uns doch mal an, wie das jetzt hier so im Praxistest ausschaut. So, da wären wir jetzt auch schon mit unserem Testdummy, der Amaya. Und die weiß noch gar nicht, was sie hier erwartet. Und zwar werden wir die jetzt hier einfach mal reinsetzen und schauen, wie einfach das tatsächlich hält. Ne, Amaya? Dann gucken wir doch mal. Wie gesagt, es ist ein 5-Punkte-Gurtsystem und da gibt es verschiedene Anleitungen, sage ich mal, für Kinder dann ab 6 Monaten und für unter 6 Monate. Ich habe es mir jetzt noch nicht genau angeschaut, aber wir gucken einfach mal. Amaya findet es lustig. Und das Schöne ist, hier vorne die Schultern sind auch schon wieder gepolstert, so wie man das vielleicht von der Maxi-Cosi kennt oder so. Amaya sieht nicht ganz so begeistert aus. Naja. So. Also das erste Anklicken funktioniert schon mal ganz gut. Hier ist, wie gesagt, diese Schlaufe, damit das Kind nicht unten durchrutscht. So, und das ist natürlich jetzt auch alles so ein bisschen locker. Und das können wir dann einfach mal festziehen von hinten. Hinten auf der Hinterseite sind nämlich so, sage ich mal, die so zwei Schlaufen, um es dann festzuziehen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob es dann auch wirklich hält. Ob man es dann doch lieber hier vorne macht. Ja, aber so wäre es jetzt im Prinzip schon mal. Ja, also hinten müssen wir mal gucken, wie man das wirklich festmacht. Gell, Amaya? Quälst du schon in deinem neuen Buggy? Ja, also das Anbringen selber ist relativ simpel gewesen. Das Festzurren, das muss ich mir nochmal näher anschauen. Das überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz auf den ersten Blick. Aber da werden wir noch genug testen können. Ja, so schaut die ganze Sache aus. Das war jetzt der Hauk Viper Buggy. Meine Frau möchte mir auch noch was sagen. Sollten von eurer Seite Fragen sein. Wir werden das demnächst auf jeden Fall nochmal draußen intensiv testen und gucken, wie das, sage ich mal, unter Stadt, Land, Fluss so zu gebrauchen ist. Und in dem Sinne, bis demnächst. Ciao.